Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das schaut. Ich bin Patrick und grüße euch zum dritten Kampf im UDT. Und ich kann übrigens immer noch nicht sprechen. Nice. Jo, wir kämpfen diese Woche gegen Pop Galaxy mit einem aktuellen Stand von 3 Siegen und 0 Niederlagen. Das ist ziemlich geil. Und ja, Team habe ich euch gestern, glaube ich, vorgestellt. Um 21:30 Uhr kam das Teambuilding. Der Kampf heute ist tatsächlich mal der erste in dieser Season, der nicht um 12 Uhr rauskommt, sondern um 15 Uhr kommt er, glaube ich. Ja. Und wie gesagt, das Team habe ich euch gestern schon vorgestellt. Wir haben dabei Zebritz mit der Southwest, Scarfed Landorus, ein speziell defensives, physisches defensives Kagoron mit Spezialangriffsinvestment. Southwest, Metagross, Turtok. Defensives Turtok und ein Fistev Pantheon hat dabei Megalatios, Aquana, Entei, Mammutil, Irokix und Kagoron und im Lead haben WC Zebritz und Latios. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Kampf. So, ich gehe mit Rostilator. War eben so die Sache. Er hat eigentlich nichts so dabei, was schneller ist. Heißt, er müsste irgendwas scarf, um schneller zu sein. Und ich kann gegen fast alles wie switchen. Voll, ich gehe dann auch jetzt auf den B-Switch. Weil ich weiß, es ist mega leid, also ich bin hundertprozentig schneller. Ich da auch, durch den B-Switch, der macht nicht so viel Schaden. Aber ich hab direkt gekalten gesehen, das ist ein offensives Status. Bin dann raus zum Turtok, weil das eben meine defensive Abfangstation dafür ist. Und auf den Drachentanz. Ja. Das war jetzt so ein Augenblick, wo ich mir gedacht habe, okay. Aber ich sollte eigentlich alles tanken. Ja, dann kommt ein Donnerblitz. Der dann irgendwie so komplett null erwartet war, nämlich dann Drachenlanz gesehen habe. Und er macht über die Hälfte. Das tut echt weh. Und, kleine Advice hier. Weil ich es im Team bin, gestern falsch dargestellt habe. Ich habe auf dem Ding nicht den Turbodreher, sondern, den Dunkelnebel. Das war ein Fehler, den ich gestern im Teambuilding eingebaut habe. Das war ein bisschen scheiße. Jedenfalls habe ich einen Dunkelnebel drauf. Er geht draußen Aquana und ich bin einfach mal aufs Toxin gegangen, weil ich mir dachte, okay, mal das Latios. Weil das Latios, dein Toddruck ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich gehe draußen Aquana und da gefällt mir das natürlich auch drauf. So, ich gehe draußen Zebritz. Habe ja gestern schon, auch im Team schon gesagt, der wird ein paar Mal reinkommen müssen in Aquana. Und. Ja. Ich bin dann einfach mal auf den Wiesverschläuch gegangen. Mir war natürlich klar, dass er Mammutel hat. Aber ich dachte mir, vielleicht geht er nicht in der ersten Turn da drauf. Aber geht er natürlich. Und dann kommt der Voltwechsel. Und der macht natürlich dann auch keinen Schaden. Dann kommt der Abschlag. Ich habe mich eigentlich gesehen, dass das Scarfed ist. Und dann, wenn das Scarfed ist, dann kann er eigentlich nicht auf eine Q gehen, weil ich dann einfach in Lando sehe. Ich bin auch mal auf den Fuß gegangen, um mal ein bisschen zu scouten, was abgeht. Weil Zebritz ist tatsächlich nicht das wichtigste Mal in dem Kampf. Da gibt es eindeutig wichtigere in dem Kampf. Dann hier in Stalarm. Um mir den Abschlag noch gut abzufangen. Und einfach fast nichts. Ja, dass es ein Mammuswein ist. Ja, und ich wusste mich jetzt, glaube ich, einfach mal gegen. Weil ich ja wusste, dass der gescarft ist. Ah ne, ich bin direkt gedoubled in Meta-Ebene. Ja, und der kann richtig guten Schaden drücken, theoretisch. Er geht aufs Erdbeben. Kann ich auch mal gucken, wie viel Attack Investment der jetzt hat. Und ich glaube, es war jetzt nicht arg viel, wenn ich den Teamkopf habe. Das war das meiste ein Spezialangriff. Ich habe den Sternhieb. Der macht direkt richtig guten Schaden hier von Metagross. Folglich würde ich das Ding jetzt in dieser Runde rausnehmen. Ich gehe aber raus, weil ich dachte, okay, den nehme ich jetzt eh safe raus. Und der wird wahrscheinlich irgendwie mit Turtok oder so rechnen. Oder dass da jetzt irgendwie sowas in die Richtung passiert. Und vor allem hat da mal so ein Erdbeben. Und er kann Lando mit den beiden Moves nicht hitten. Also gehe ich dann Lando raus und drücke einmal Safety U-Turn. Weil die eben Latias killen würde und ich da sonst, wenn er rauskommt, einfach die Switch Advantage bekomme. Krieg hier guten Schaden auf seinen Blaubarsch drauf und kann direkt wieder ins Zebritz gehen.
Ja, der Toxin Damage. Diesmal habe ich, ja, diesmal habe ich gedacht, okay, jetzt wird er raus in sein Mammutschild gehen, gehst du mal auf eine Fassade. Eigentlich natürlich nicht. Und jetzt mit der Wunschtraum. Ja. Dann bist du auf meiner Seite. Ich hätte ihn jetzt mit dem Ballcharge rausnehmen können. Vermutlich. Oder ich glaube, es wäre knapp gewesen oder so. Aber dann wird nachher ihn das Toxin weggekrippelt, von dem her, ja. Kommt das Schutzschild. Ich bin dann noch auf Fassade. Ist mir nicht auf den Sturmschuss gegangen. Ja. Und Wunschtraum, Lefties. Und ich habe noch Toxin drauf. Yay. No. Jetzt geht er raus mit seinem Aquana. In sein Aerokex. Und ich auf den Voltwechsel. Und habe ich gesehen, das war sich zu viel Schaden, um ein defensives Aerokex zu sein. Also um überhaupt KP-Investment zu spielen. Das ist ein Aerokex, was kein KP-Investment hat. Der ist Full Offense. Deswegen gehe ich auch direkt in Panzeron. Und ja, dann kommt Aquana. Ich habe auf dem Sturzflug, ich war ja hier fast Full Life und Aerokex hat mir eh nichts gemacht. Dann kann ich mir aber auf den Sturzflug gehen. Und ich kritte. Das ist die Sache. Wenn ich auf den nochmal auf den Sturzflug gehen, dann könnte zum Beispiel Entei oder Mammut hier reinkommen und mich recht gut mitnehmen mit dem Eiszerfall oder so. Oder eben mit dem Läuterfeuer. Deswegen hielt ich mich hier nochmal hoch und dachte, vielleicht ich jetzt mit Aquana raus. Aber er geht auf den Wunschtraum. Ich hätte Aquana hier schon wieder in dieser Turn rausnehmen können. Das war jetzt, glaube ich, das zweite Mal in dem Match, wo ich Aquana hätte rausnehmen können, aber es nicht gemacht habe, weil ich mich verbildet habe. Und das ist nicht cool. Jetzt noch ein Sturzzug. Problem ist, er ist auf einer höheren Range, als er davor war. Der Turn davor war. Und der Sturzzug geht natürlich knapp nicht. Ich auf Siedewasser. Um mich zu burnen. Kriegt den Burn hier zum Glück nicht. Und Wunschtraum. Hey. Spaß, Freude, Emotion. Ey. Na. Ja, er geht raus mit seinem Blaubarsch und holt sein Ente rein. Ich bin hier, glaube ich, dann wieder auf den Schutzzug gegangen, weil ich ja hier auch fast für live war. Und mir dachte, okay, machst du halt mal. Ich wäre ein bisschen Schaden. Oh ne, ich war hier noch auf den Ruheort, weil das sieht was gerade doch ein bisschen mehr Schaden gemacht, als ich dachte, glaube ich. Ja. Mein Lefty, mein Rocky Helmet habe ich ja nicht mehr. Er geht raus mit seinem Entei in sein Aquana. Während ich hier to be safe in mein. Ich bin in mein Lando raus, weil Todoki hier schon etwas lower war. Und ich keine zwei Leute vorher getankt hätte von dem Bandit Entei. Deswegen bin ich hier mal Intimidate Mon rausgegangen, dass der vielleicht noch ein bisschen was abgefangen hätte. Wäre es auch nicht so gut getankt gewesen, zum Beispiel bei Todoki, aber. Wäre mir kein Wunder durchgecrypt, gedroppt. Ja, er geht jetzt raus mit seinem Blaubarsch. Ich gebe hier wieder safe auf die. Hier jetzt auf die Steinkante. Dachte, okay. Es wird irgendwas reinkommen. Die Sache ist halt was, aber ich kann alles gut mit der Steinkante hitten. Aber ich misse das Lati. Er geht raus in seinen Mambo, um das jetzt abzuwerfen in die Steinkante. Dann muss ich jetzt nicht Enderus mal wieder einen Kill. So, er geht raus in seinen Aerokex, das ist das einzige Mal, was ich mit der Steinkante nicht gehittet hätte. Ja. Ich kann aber dann. In Aerokicks kann ich halt immer meinen Panzeron reinholen, weil Stalarm den einfach perfekt wegbrüllt. Abschlag, der ist Step. Macht einfach nichts. Das waren 22 KP. So, jetzt geht er aus dem Chiron. Und von dem Ding kann ich halt, wie man vielleicht gestern im Teamwing schon gemerkt hat, verdammt viel Schiss. Auf den Schussflug gegangen, ich hätte Aerokicks damit sehr viel Schaden drücken können. Aber das ist einfach nichts. So. Jetzt habe ich hier den Flammenwurf predicted. Und einfach mal einen Todok raus. Hier in die Cosma raus. Weil ihr wisst ja, meine Cosma war ja dafür ausgelegt, dieses Chiron zu killen. Geht auf den Flammenwurf, eben den ich auch predicted habe. Und jetzt geht er aus dem Iokex. Und es war ein bisschen dumm von mir gespielt, weil ich jetzt einfach auf den Gedankengut gegangen bin. Hm.
Müdigkeit kickt. Ja. Ja, ist die Boosts sind drin. Ich wusste in dem Moment nicht ganz, ob ich Irokeks pursuiten kann, aber kann er anscheinend nicht. So, und ich gehe jetzt in Shalam. Wieder auf Abschlag. So, ich gehe jetzt auf den Ruheort, glaube ich. Ja, ich gehe jetzt auf den Ruheort und gehe damit wieder auf voll. Jetzt ist ja so, ich habe gerade den Flammenwurf gesehen. Na, okay. Base mein Flammenwurf jetzt mit einem Panzeron und gehst in einen Totrak raus. Weil der Gedanke war, kann ich danach, wenn er einen Gigasauger hat, auf meinen Zebritz gehen und den Vegetarier triggern und damit dann eine große Gefahr für sein Team darstellen. Aber er geht in Enteros, was natürlich kein zu schlechtes Matchup für meinen Totrak ist, to be honest. Ja. Die Sache ist halt, er kann jetzt eigentlich safe in Aquana rausgehen. Aber wenn ich jetzt hier auf den Siedewasser gehe und er drin bleibt, habe ich ein Problem. Vor allem muss ich jetzt auf ein Siedewasser gehen, auch wenn ich weiß, dass ich Aquana damit wieder hochheile, wenn er einen H2O-Absorber hat. Und natürlich hat er einen H2O-Absorber. Und ich kann sich jetzt wieder ein bisschen hochheilen. Ja, Lefty triggern bei beiden. Und Toxin-Damage. Tickt mal wieder. Ja, ich gehe jetzt raus in Zebritz, so wie bisher jedes Mal. Und geht auf Toxin und er wertet sich ab. Hier wäre jetzt die Turn gewesen, wo dann Zebritz ein riesiges Problem geworden wäre. Weil er mit Fassade hätte er wirklich fast nichts mehr reinswitchen können. Aber ich miss das Toxin und ja. So, jetzt kommt dein Inspector Gadget. Ich gehe hier auf den Sturmstoß, weil ich dachte, okay, ich gehe jetzt Aquana mal, weil er drin bleibt. Hol mir ein bisschen Recoil Damage. Aber ich bin safe schneller und gehe dann einfach mal auf den Voltwechsel und muss ihn jetzt zu killen. Dann hat Zebritz schon wieder einen Kill geholt. Unter den Kampf gegen Scarecrow, also unter dem Kampf von Scarecrow gegen mich, war ein Kommentar, dass Zebritz ja viel zu bait ist. Ihr seht es. Ihr seht es! Ja, jetzt gehe ich in Light Series und drücke auch mal die Tarnsteine. Late Game Tarnsteine sind immer gut. Vergesst das nie. Late Game Tarnsteine sind sehr gut. Ja, und auf den Flammenwurf. Ich habe hier zwar, ich habe hier kein Spezif Minuswesen, wie in manchen anderen Matches, die ich schon hatte. Also kreise ich auch nicht so viel. Jetzt mal probier's mal das Methode, weil ich vorhin schon probiert habe. Und er geht in sein Aquana raus, weil er diesmal die Turn prediktet hat. Also, die Niedersauger bzw. die Leechies kann ich bisher noch nicht triggern. So, es steht hier wieder mit der Aquana drin. Und wie wir es jetzt schon ein paar Mal hatten, wie es dann mit der Aquana drin ist, was mache ich jetzt wohl? Ratespiel. Ich hole Lando rein, ich hole irgendwas rein, ich hole Zebritz rein. Ich hole tatsächlich Zebritz rein. Unfassbar, ne? So, überrascht bei ihm triggern wieder. Wenn er Wunschschaum gedrückt hat. Hey. So, jetzt kommt sein Schutzschild. Um den Wunschschaum wieder safe durchzubekommen. Ich auf den Schaumstoß. Und er hielt sich wieder voll. So, ich weiß, was ich diese Turn jetzt gemacht habe. Jetzt einmal den Schummstoß getried. Ne, oder habe ich den getried? Ich weiß ja nicht ganz. Ich habe ihn jetzt schon, bin ich jetzt auch mal auf den Schummstoß gegangen, weil ich mir dachte, okay, drückst du es einfach mal. Das habe ich übrigens sehr verwundert, dass das Irokeks auch keinen Intimidate hat, aber wenn es halt Offense war, wie man das schon an dem Wallbexel Damage am Anfang gemerkt hat, dann macht es natürlich auch mehr Sinn, wenn man dann auch Hochmut spielt und statt auf Bedroher. So, ich gehe mal auf den Schummstoß. Drücke ihn hier down. Geht auf den Upright-Tip. Ja, weil jetzt die Sache, ich hatte Zebritz ab der Zeit hier nicht mehr wirklich gebraucht, weil ich eben wusste, okay, du ziehst das Ding runter und danach ist Necrozma safe. Dann kann Necrozma sich safe gegen vor allem Karuan dann setupen. Jo, ich gehe in Line Serials, kann ihn jetzt hier mit einer Kälte wegdrücken. Und wieder die Switch Advantage
Oder wenn er gibt ihm damit die Switch Advantage, aber Sache wäre gewesen, wenn ich das jetzt auf ich wenn ich am Steckhand das safe gekillt hätte, weil man muss das mal hitten. Und wenn ich EQ drücke, kommt er nachher safe Karo ran rein. So ist hier in keinem 5D. Sein Aquana lebt leider immer noch und kommt da natürlich dann wieder safe rein. So, jetzt hätte ich natürlich meinen Oszillator nicht mehr, den ich bisher eben noch hatte. Ich ziehe den Shalam raus, weil ich ihn ja vorher schon mal reingeholt habe, in seiner Aquana. Und ja, eigentlich auch ein recht okayes Matchup hat dagegen. Ja. Überrest bei dem Triggern wieder und natürlich triggert auch wieder das Toxin. Hey, hatten wir ja noch gar nicht in dem Match. So, er geht raus und holt jetzt sein Entei rein. Ich bin einfach mal straight auf den Schussflug gegangen. Einfach zum Damage drücken. Ich baue Panzer ja auch nicht mehr, eben weil Mammutil und Irokex bei down sind und das eben so die beiden wichtigsten Sachen in dem Matchup waren, das wir jetzt hatten für Panzeron. Da einzige bin ich auf physische Angriff, weil es noch Entei und Entei drückt mich einfach weg. Deswegen halte ich das nicht mehr. Und er hat hier, dann kommt der Wunschturm natürlich nochmal. Er hat ein Lauterfeuer und Mist. Ja, Stalarm kommt, hat Bock. Bin mal ein Schutzflug. Macht ja trotzdem noch richtig guten Schaden. Der hat kein Attack-Investment, liebe Leute. Der hat kein Attack-Investment und drückt einfach richtig guten Schaden. Nur das Leuterfeuer und es sollte kein Geheimnis sein, dass er jetzt killt. Das ist sehr effektiv von dem Entei, da lebst du einfach nichts. So, ich in Line-Series, weil ich weiß, dass ich safe schneller bin. Weil das Bandit-Damage war. Ja, ich hätte sich den Scarf, ich glaube, sogar tanken können. Weil ich halt richtig im Kopf habe. Ja. Wir gehen jetzt in einen, Karo nicht mehr auf die Steinkante gegangen. Weil, ja, ich habe alles gut effektiv und Kritte. Das ist jetzt echt unlucky für ihn, aber ich nutze es halt jetzt aus, gehe nur auf die Steinkante und kann damit jetzt seinen Karo auch noch rausnehmen. So, eine Aquana. Und ich wollte jetzt auch nur safe runterspielen, weil meine Differenz ist aktuell ist eh nicht so kacke nach 3 Wins. Gehen hier, nennen das raus. Gehen Meta-Ebene, mit dem kann ich hier noch ein bisschen Schaden drücken. Und ja, den brauche ich gerade noch weniger, weil einfach Kyron ja auch weg ist. Und Landorus könnte theoretisch noch wichtig sein. Falls meinem Necrozma noch irgendwas passiert. Weil Necrozma jetzt einfach das safeste Mon hier ist in dem Matchup. So, Abbeben. Weil jetzt hier der Move, mit dem ich hier am meisten Damage drücken konnte. Ich hatte ja keinen Donnerschlag dabei. Der hätte, glaube ich, sogar. Ich weiß nicht, ob er Donnerschlag gekillt hätte. Ich glaube, es wäre knapp gewesen. So, Meta-Ebene wird dann rausgenommen hier von Aquana. Mit dem Crit. Ich glaube, einen Non-Crit hätte ich sogar noch getankt. Wäre es noch ein Kill für Meta-Ebene gewesen. Aber, ja. Aquana geht noch weiter runter. Ich gehe jetzt hier in die Cosma. Hab natürlich mal wieder den Spitznamen vergessen. Ich vergesse immer Spitznamen. In meinen Kämpfen. Bisher waren es doch Gewaltro und Necrozma jeweils einmal. So, zu den Photon-Geysir. Nur der Psychic Move geht. So, und jetzt geht hier ein Entei. Entei ist ja auch schon gut gechippt und kriegt nochmal Rocks Damage. Ja, Erzwinger. Cool. Er drückt hier Säuderfeuer. Choice Bandit. Das ist viel Damage. Das ist dann mehr als die Hälfte bei einem sehr gut physisch ausgelegten Necrozma. Mein Wikibeere hielt mich dann wieder ein bisschen hoch. Und ich gehe auf den Photon-Geysir. Und finish ihn dann damit. Und damit gewinnen wir auch am 4. Spieltag mit 3:0. Und das ist geil. Ich stehe aktuell mit einer 8er Differenz da, glaube ich. Und ja, das ist echt cool. Mit, ja, 4 Wins, 0 Niederlagen. So kann man doch mal in so eine Season reinstarten. Ja, ich bin aktuell mega zufrieden mit meinem Kampf und nochmal sorry an Pog, der Kampf war offenbar an manchen Stellen schon ordentlich hexy von meiner Seite aus. Also der Crit gegen Karuan, ohne den hätte halt die Schenkhalle nicht gereicht. Natürlich, am Ende, ab da wo Irokex weg war, hatte ich es eigentlich schon gewonnen, weil danach nichts mehr gegen Necrozma gewinnt. Weil
Wir sehen, NT kommt auf die Rocks auch nicht mehr wirklich rein. Ja. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Kampf, nächste Woche und ciao.